Ich bin Antonia, ich bin 22 Jahre alt und mache meine Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin hier im Vinzenz in Paderborn. Hi, ich bin Erik, ich bin 29 Jahre alt. Ich bin im dritten Ausbildungsjahr als Gesundheits- und Krankenpfleger im St. Vinzenz in Paderborn. Ich habe nach dem Abitur zunächst studiert und dann ziemlich schnell gemerkt, dass das nicht das Richtige für mich ist. Ich wollte einen praktischen Beruf und einen sinnvollen. Und vor allem, in dem man was erleben kann. Auch wenn sich das hier plump anhört, wir retten am Ende des Tages Menschenleben. Und das macht mich extrem glücklich. Nach meinem Abitur habe ich ein FSJ in Neuseeland gemacht und wusste dann absolut nicht, was ich machen sollte. Mein Bruder, der vor seinem Medizinstudium auch die Ausbildung gemacht hat, hat mich dann auf die Idee gebracht und seitdem bin ich zufrieden mit meiner Wahl. Die Perspektive. Du hast wirklich einen krisensicheren Job und du wirst nie arbeitslos. Die Arbeit mit Menschen macht mir total viel Spaß. Und von unseren Patienten erfahren wir immer sehr viel Dankbarkeit. Außerdem bin ich ein Teamplayer und Pflege funktioniert einfach nur im Team. Also wir sind hier im Vinzenz schon eine große Familie. Natürlich treten da mal ein paar Reibereien auf, aber wenn es drauf ankommt, dann ziehen wir alle an einem Strang. Bevor ich angefangen hatte, hatte ich keine Ahnung, was Pflege wirklich bedeutet. Aber die Pflege ist wirklich total vielseitig. Ob auf der normalen Station, ob in der Notaufnahme im OP oder auf der Intensivstation. Ich bin stolz auf meinen Beruf. Ich mag meinen Beruf. Ich liebe meinen Beruf. Und ich kann mir nichts anderes vorstellen. Außer mich vielleicht als Batman zu verkleiden und so die Welt retten.